Nee, Schosch, Leute, und willkommen zu Basically Part 2 von Der Einzelhandel. Und ich, ja, hat ein bisschen länger gedauert, als ich eigentlich wollte. Wenn ich richtig gut bin, kommt das Video am selben Tag, wo ich es hier heute aufnehme, nämlich am 7.10. Ja, erstmal sorry für dieses, für den Delay. Wenn sich auf einmal dein Körper denkt, so, deine Stimme ist non-existent, ist ein bisschen schwer, Sachen aufzunehmen und tatsächlich in einem konstanten Fluss zu reden. Aktuell muss ich mich immer noch räuspern, also Entschuldigung dafür. Bin da gerade noch so, der Rest verschwindet gerade. Aber ist ja nicht wichtig. Ich erzähle euch jetzt, was los war, nachdem ich meine Ausbildung beendet habe. Nämlich, ich habe nach meiner Ausbildung... Ich wurde nicht übernommen, weil die wollten mich einfach nicht und ich habe auch sowieso gesagt, so, fuck you guys, ich will euch gar nicht. Und dann habe ich halt angefangen, ein Jahr halt Pause zu machen und ich habe gedacht, gut, jetzt kannst du dir ja was anderes suchen. Jetzt bin ich am Ende wieder im Einzelhandel gelandet und habe aber in der Zeit halt diese Wohnung, wo ich halt jetzt wohne, halt kernrenoviert. Da ich während der Ausbildung bei meinen Eltern gewohnt habe, habe ich eine Menge von meinem Ausbildungsgehalt sparen können und tatsächlich gut noch selbstständig leben zu können in der Zeit und vor allem diese Wohnung hier komplett zu renovieren, weil zu Anfang war sie noch voll möbliert und zugemüllt und hast du nicht gesehen und meine Eltern mussten arbeiten, also habe ich gesagt, gut, dann werde ich das übernehmen, dann werde ich das halt alles ausräumen und ihr helft mir, wann ihr könnt und wann ihr Bock habt und all sowas. Ende der Story, ich bin jetzt hier eingezogen und lebe jetzt mittlerweile schon seit 3 oder 4 Jahren hier. Wenn man mal so drüber nachdenkt, meine Güte, lebe ich schon lange hier. Aber ja, das ist ja nicht wichtig. Ich habe dann irgendwann natürlich wieder einen Job gebraucht und habe mich bei einem relativ nahegelegenen Edeka-Markt beworben. Für diejenigen, die jetzt nicht unbedingt aus der Region kommen, wo Edeka ist ein pissnormaler Supermarkt, wie jeder andere auch. Also, nothing special. Und es hat eigentlich damit angefangen, dass es hat schon ziemlich mies angefangen. Weil mein neuer Chef ist irgendwie mit meinem alten Chef noch Sandkasten-Buddies gewesen. Ich weiß noch, das erste Bewerbungsgespräch lief ganz normal. Da war nicht mal der Chef da, sondern nur der Stellvertreter. Hätte ich gewusst, was mich erwartet, hätte ich an dem Tag noch Nein gesagt. Also hätte ich an dem Tag noch gesagt, nö, bye bye, tschüss. Keine Lust, nö. Aber I didn't know it better. Ich habe gedacht, gut, das wird vielleicht ein bisschen besser. Und true and behold, ich bin ganz ehrlich, meine Zeit als Festeinstellung, als Vollzeitkraft, war erträglicher am Ende des Tages als meine Ausbildung. Es ist weniger Scheiße passiert, aber es hat auch noch andere Gründe. Also, ne, kommt alles ein bisschen zusammen. Und hat sich herausgestellt, dass mein Chef aus der Ausbildung kannte und ich so, oh scheiße, this is not good, da geht dein Job flöten. Aber nee, war überhaupt nicht der Fall, also anscheinend hat man da trotzdem gut über mich geredet, was mich merkwürdig erstaunt hat, weil es eigentlich immer hieß, wie scheiße ich doch sei. Aber gut, das ist ja wieder so eine Sache, ich meine, jemandes Selbstbewusstsein runterprügeln ist ja immer ganz gut, im Nachhinein kann man immer was anderes sagen. Gut, das war auf jeden Fall das und dann habe ich auf jeden Fall so meinen Job in diesem Edeka als Vollzeitkraft bekommen. Ergo 40 Stunden, ergo aber auch mit der entsprechenden Bezahlung. War also relativ nice. Habe ich zuerst zumindest gedacht, bis ich dann rausgestellt habe, Mann, 40 Stunden die Woche ist ja ganz schön viel, wenn es doch nur dabei bleiben würde. Nämlich hat sich herausgestellt, dass der Stellvertreter... der eventuell sogar meine Videos heute noch... Was rede ich mir da ein? Der guckt meine Videos nicht. Er wusste, dass ich damals YouTube mache, weil ich es erwähnt habe, weil er mich gefragt hat, was ich hobbymäßig mache. Und ich, Lammlachs, hat natürlich gesagt, ja, ich mache YouTube. Hab mir dabei innerlich schon auf den Schädel gehauen, nach dem Motto, ja, super. You fucked up big time. Und dann, ja, der Kerl war so ein bisschen... Kann man sowas Glory Horn nennen? So, war immer so nach dem Motto, hier, guck mal, wie cool ich gemacht habe, guck mal, wie toll ich gemacht habe. Und ein Workaholic. Also, ich habe es echt geschafft, so in meiner Laufbahn irgendwie immer an Workaholics zu landen. So Leute, die nur ihr Leben im Betrieb haben. Die haben auch 30 Bände zu Hause von mein Leben für den Betrieb und all so ein Blödsinn. Das Problem war bei ihm, er war auch so einer von wegen, Überstunden existieren nicht.
und entscheidet gern mal über den Kopf anderer hinweg. Wo denn schon andere denn gesagt haben, so sag mal, was behandelst du eigentlich den Neuen hier mit so Low-Respekt? Weil wir hatten dann Tage, wo ich ins Büro gerufen wurde und auf einmal hieß es, ja, sie machen morgen so und so. Und ich habe dann gesagt, so, tut mir leid, aber ich kann da morgen nicht anders. Ich habe da morgen noch einen Termin. True and behold, wenn ich sage, ich habe einen Termin, dann habe ich tatsächlich einen Termin. Also ich sage nicht einfach, nee, ich kann nicht. Hat sich nämlich auch herausgestellt, die nächsten 30 Male, wo man das zu mir gesagt hat, habe ich dann immer gekonnt. Weil ich da natürlich keinen Termin hatte, ne? Aber wenn es dann mal ist, dass ich tatsächlich einen Termin habe, was ich in der Zeit hatte, weil ich bin dann noch regelmäßig zum Lungenarzt gegangen, wegen meinem Asthma. Und klar, wenn du da einen Termin hast, den kannst du nicht mal so einfach umwechseln. So einen Lungenarzttermin, den kriegst du nicht mal einfach von heute auf morgen umgeschoben. Das ist leider ein festes Ding. Und da ist er auf mich losgelasht, so von wegen, ja, ich müsse aber und das habe ich nicht zu entscheiden. Und dann hat dann einer meiner Kollegen gesagt, mit dem ich mich am Ende auch noch sehr gut verstanden habe, hat dann gesagt, sag mal, was ist denn mit dir los? Du kannst dich doch nicht so niederbehandeln, was ist denn mit dir kaputt? Also, da habe ich schon gedacht, gut, du hast hier wenigstens Leute, die dich auch mal in Schutz nehmen. Leute, die genauso lange im Betrieb sind wie er, aber die dich dann in Schutz nehmen und sagen, sag mal, was ist denn, das ist doch asozial, was du mit dem machst. Und stellt sich heraus, ihm wurden eine Menge Aufgaben zugeteilt. Das Problem war, der Chef hat das immer eingesehen. Chef hat es immer eingesehen und für ihn war dann immer alles okay. Ist ja auch alles richtig schön und gut, aber das Problem ist einfach, was unser Stellvertreter manchmal machen wollte. Wir hatten so Schichten gerade zu den Feiertagen hin. Wenn so viel Ware kam, dass man schon gar nicht mehr weiß, wohin mit dem Scheiß. Dass das halbwegs draußen geparkt werden muss und alles. Und er hatte das dann manchmal, wir hatten das einmal sogar, wir hatten immer bis 21 Uhr offen, was, wie ich persönlich schon finde, viel zu lang ist. Also, ich weiß, viele sagen sich, ja, die müssen ja auch irgendwo einkaufen, aber ich bitte euch, 20 Uhr ist mehr als genug. Wenn du bis dahin nicht einkaufen kannst, dann ist es nicht so wichtig. Also, ne, aber es ist meine Sicht der Dinge, das ist jedem selber überlassen. Und bei uns war das immer so, zu Warentagen, also wenn Ware geliefert wurde, hatten wir immer Schüler. Also so 400-Euro-Kräfte, wo dann zum Jobben herkamen. Einige davon sind auch später Azubis geworden. Also das war noch interessant. Aber er hat uns dann immer dazu veranleitet, dann noch alles fertig zu machen. So nach dem Motto, dass er am nächsten Tag zu Chef gehen kann, nach den 2 Stunden Schlaf, die er dann hatte. Und sagen kann, guck mal, wie toll ich gemacht habe. Und da habe ich schon immer gesagt, so nee. Ich mache nicht länger, als ich bezahlt werde. Da hat schon irgendwann Klick gemacht bei mir. Und dann habe ich immer teilweise Stories von den Schülern später gehört, von wegen, ja, wir waren noch bis 22, 23 Uhr dazu gange. Und ich denke mir so, Alter, seid ihr bescheuert? Ihr unterstützt das auch noch? Seid ihr Melone oder was? Meine Güte, stellt's in den Laden, mach es morgen. Der nächste Tag kommt schon, der Laden wird schon nicht niederbrennen. Ay, caramba. Also das war so eine Sache, ein Problem. Aber ich habe generell in der Zeit, wo ich da angefangen habe, also in dem Job, habe ich mir angewöhnt, weniger Scheiße mir antun zu lassen. Also von weniger Leuten auf mir rumtrampeln zu lassen. Sowohl von unserem Stellvertreter als auch von unseren Mitarbeitern, weil wir hatten eine Handvoll Mitarbeiter, wo sich gedacht haben, dass ihnen der Scheißladen gehört. Und dann kam ich da an und habe gesagt so, sorry, Sie sind eine Teilzeitkraft, ich bin eine Vollzeitkraft. Nur von den Zeiten her unterscheiden wir uns. Wir sind beide stinknormale Mitarbeiter. Sie haben nicht zu bestimmen, was mit mir los ist. Also shut the fuck up und stell dich hinten an. Also ich habe mich da mit einigen Leuten echt anlegen müssen und das ist auch gerade gegen Ende oft eskaliert. Aber dazu kommen wir später nochmal, weil die Geschichte wird noch ein bisschen interessanter. Denn so an sich, die Story da in dem Dings war eigentlich ziemlich gut. Ich hatte da noch relativ Spaß, je nachdem, was du für Leute hattest. Weil zum Beispiel unser anderer Stellvertreter, der war richtig nett drauf. Der hat gesagt, ja, es ist jetzt 21 Uhr, wir haben Feierabend, mach Ende. Während der andere gesagt hat, nee, wir machen noch bis 3 Uhr morgens, also schnell.
Es war so ein Unterschied von Tag und Nacht. Leider gehörte ich zur falschen Schicht. Weil wir hatten das damals, dass die Schichten immer jede Woche gewechselt wurden. So hieß es zu Anfang. Merkt euch das. Nämlich zu Anfang hieß es, ja, du hast eine Woche Frühschicht und die nächste Woche hast du Spätschicht. Und ich so, ja klar, klingt cool, klingt doch nice. Und wenn das wirklich so läuft, ist das auch eine Sache. Klar, Frühschicht, du musst um 6 Uhr im Laden auf der Matte stehen. Ist für mich sehr früh. Und ich bin ein Morgenmuffel, also ein richtiger Morgenmuffel. Man konnte nicht mit mir reden in der Zeit. Wenn ich Frühschicht hatte, dann hieß es immer, sprecht ihn am besten nicht an, bevor Frühstückspause ist, sonst gibt das Blut. Und das hat sich zum Glück auch rumgesprochen irgendwann. Das Problem war, irgendwann hat man sich nicht mehr dran gehalten. Und dann endete das häufig in Sachen, wo es denn hieß, ja Mensch, du hast heute bis 21 Uhr. Bis du denn aus dem Laden raus bist, ist es mindestens 9:30. Also mindestens 21.30 Uhr. Und am nächsten Tag sollst du nämlich wieder um 6 Uhr auf der Matte stehen. Yeah. Da kratzt gerade mal nur so an legalen Grenzen, aber ne. Ich sag mal so, das waren Schichten, wo du dir gedacht hast, boah, I want to die. Ich möchte gerade sterben. Es gab Tage, wo ich einfach durchgemacht habe und mir gesagt habe, fuck this shit. Den Schlaf brauche ich jetzt auch nicht, weil das Problem ist, nach einer ja, guten 10 Stunden, 18 Stunden Schicht, Spätschicht, du bist noch so aufgekratzt abends um 9:30, wenn du Feierabend hast und dann, bis du zu Hause bist, ist es 10, sag ich mal. Du bist noch so aufgekratzt, du kannst nicht direkt pennen gehen. Oder man hat ja auch noch Hunger. Mein Gott, die letzte Pause ist irgendwann vor 5 Stunden oder so, 4-5 Stunden gewesen. Man hat ja irgendwo noch Hunger. Weil du weißt ganz genau, du kriegst erst das nächste Mal nächsten Morgen irgendwann so zwischen 9 und 10 was zwischen die Kiemen. Du kriegst die nächsten 12 Stunden nichts in den Hals und das ist das Problem, weil ich war keiner, der morgens um 6 schon sich direkt hier Frühstück reinpfeifen konnte oder so. Habe ich direkt, das ist mir nicht bekommen. Wie gesagt, Morgenmuffel und so. Und dann denkst du dir, geil, dann bist du noch so bis 11, 12, sag mal, wach, weil du auch nicht schlafen kannst. Und dann musst du irgendwie um 4, 5 schon wieder aufstehen, weil du zur Arbeit musst. Also, mein Schlafrhythmus hat da echt gelitten teilweise. Zumal gerade später, wo das denn immer häufiger wurde, dass du denn mal einen Tag so, einen Tag so, einen Tag so hast. Andersrum ist es kein Problem, wenn du Frühschicht und dann Spätschicht hast. Das ist sogar relativ chillig, weil du hast den gesamten Nachmittag der Frühschicht frei und du hast noch den ganzen gesamten Vormittag der nächsten Schicht frei. Also, das war noch relativ chillig. Aber andersrum ist das brutal. Das geht dir echt an die Niere. Und grenzt vor allem an Legalität, davon mal abgesehen. Weil ich weiß, du brauchst irgendwie 8 oder 9 Ruhestunden. Und das wird irgendwie verrechnet mit deinem Arbeitsweg noch. Ich weiß es gerade nicht mehr. Ich habe die genaue Gesetzlage nicht mehr im Kopf. Das ist zu lange her bei mir. Auf jeden Fall, das war das. Und das hat sich dann so ein knappes Jahr geschoben, sag ich mal. Weil ich habe in diesem Laden 3 Jahre gearbeitet. 3 Jahre meines Lebens. Und ich habe knapp ein bis anderthalb Jahre, ich bin jetzt mir nicht mehr genau sicher, habe ich in dem einen Laden gearbeitet. Und dann von jetzt auf gleich hieß es, ja, sie gehen jetzt in den anderen Laden. Weil ihr müsst wissen, mein damaliger Chef besaß 2 Läden. Ein so nah am Bahnhof, sag ich mal, und den einen noch ein bisschen weiter entfernt, war aber an sich genauso easy zu erreichen. Zwar, die beiden Läden waren ein Fußweg von vielleicht 5 oder 10 Minuten. Also war nichts Besonderes für mich. Dann hieß es auf jeden Fall, ja, sie gehen jetzt in den Laden. Ich so, yay, das ist ja toll. Ist das nicht der alte Laden, der nächsten Jahr irgendwie abgerissen werden soll oder so? Und da hat es angefangen bei mir zu klicken. Da hat es angefangen bei mir Klick zu machen. In der Zeit hat Kesu bei mir schon gewohnt. Oder halt Mary, Bloody Mary. Und da habe ich dann natürlich schon langsam überlegt, so, geil, du sitzt hier auf einem absteigenden Ast. What are you doing with your life? Und da hat es dann irgendwann so Klick gemacht. Je mehr es dann immer 1,5 Jahre noch weiterging, bis natürlich Ende 2017,
wo der Laden dann geschlossen hat, ist noch einiges passiert und ja, dazu möchte ich auch nochmal kommen, weil das ist eine Menge auf mich zugekommen. Da ist eine Menge, eine Wand auch scheiße auf mich zugekommen, das sage ich euch. Und dann immer, das sind dann immer solche Sachen gewesen wie, ja, du arbeitest die Hälfte des Tages hier, aber drüben schaffen sie es nicht selber zu überleben, also musst du ab der Hälfte rüber. Und ich hatte Tage teilweise, wo man mich wegen solchen Blödsinn geholt hat. Wir waren mittlerweile in dem Laden, wo ich denn am Ende war, also im kleineren, älteren Laden, sagen wir mal, nennen wir ihn mal so. Wir waren ständig unterbesetzt, von sich aus. Selbst wenn niemand krank war, waren wir unterbesetzt. Es ging so weit, dass mittlerweile man nur noch Kasse machen musste, sag ich mal, und auch nichts anderes mehr machen konnte. Außer es ist wirklich nichts los. Die Kundschaft ist ja sowieso mit der Zeit. Es hat sich rumgesprochen in der Stadt, dass der Laden schließt. Ergo, die Kundschaft ist sowieso gefühlt mit jedem Monat weiter zurückgegangen. Außer es war irgendwie Feiertag oder so. Dann ist natürlich noch weiter durchgedreht, aber sonst war da nicht wirklich. Und wir waren halt so unterbesetzt eigentlich, dass wir uns es nicht leisten konnten, noch Leute abzugeben. Das war das Schlimmste an der Sache. Und wenn wir es dann hatten, dass dann auf einmal Chef von drüben angerufen hat und gesagt, ja, wir brauchen hier jemanden, ist ganz dringend. Dann hieß es meistens, Herr Schoschmann, können Sie nicht noch rüber? Und ich so, kann ich? Da wirst du schon, da kommt schon leicht dieser Professor in einem raus, so dieser, kann ich? Nee. So ein leichtes Kotzen. Das Schlimmste war einmal, da hat man gesagt, ja, Sie müssen jetzt leider rüber. Ich so, geil, da fliegt meine Pause dahin. Ich marschiere also rüber, frag so, Sie brauchen mich, ich habe noch so und so viel bis Schichtende, also ne, erwarten Sie nicht, dass ich heute länger mache, ich sitze schon auf 30, 40 Überstunden, also ne, wie wär's mal mit vor rechtzeitig Feierabend und so, ja, wir brauchen hier jemanden, der Getränke packen kann. Ich so, wie jetzt? Nur Getränke packen? So, wie viel habt ihr denn? Ja, zwei Paletten. Nur mal, um es in Kontext zu packen. Zwei Paletten ist Pisskram. Also, zwei Paletten ist absoluter Pisskram. Das holst du von der Palette. Das meistens sind es eh nur Kisten. Also, eine davon waren nur Kisten. Das holst du runter, schiebst du in das jeweilige Fach, sei meins, in den jeweiligen Platz. Und die Sixers ordnest du, also die Sixpacks ordnest du ein. The end. Ich war nach anderthalb Stunden gerade mal fertig. Ich glaube, ich war sogar noch schneller, ich weiß es nicht mehr. Auf jeden Fall habe ich gesagt, so, ich bin fertig. Braucht ihr mich jetzt noch? Weil wenn, dann würde ich nämlich wieder rübergehen und tatsächlich sagen, dass hier meine Leute mal Pause machen können. Und mein Chef so, ja, gehen Sie mal rüber. Ich marschiere wieder rüber, damit wenigstens meine Kollegin noch Pause machen kann. Und ich so, ist so was, fuck it, ich baller jetzt durch, schreib's mir an und ich hatte so die Schnauze voll. Du wirst wegen solchem Blödsinn gerufen, dass es schon irgendwann nicht mehr witzig war. Aber eine Sache kann ich erzählen. Oh, eine Sache kann ich erzählen, die war nämlich so gut. Das war auch wieder einer dieser Momente, ich wurde wieder in den Hauptladen rübergerufen für einen Tag, weil die wieder nicht mit ihrem Leben klarkamen, um genau zu sein, die Planung so vernünftig zu schreiben. Das war auch häufig ein Problem, aber sag das nicht weiter. Auf jeden Fall hat man dann gesagt, ja, mach du mal bitte, wir brauchen eine Kasse als Ablösung. Ich so, fine by me. Da habe ich Kasse gemacht und zu der Zeit war ich mittlerweile schon die Turbo-Kasse vor dem Herrn. Also eine World's Fastest Kassierer, sofern es die Alten erlauben. Weil das ist das Problem als Kassierer. Du kannst der schnellste Kassierer der Welt sein. Es bringt dir nichts, wenn so jemand vor dir steht und erstmal dir zu jedem Penny seine Backstory erzählt. Dann sitzt du nur da und denkst dir, you're wasting my time. Da ist noch mehr. Aber lange Rede, gar keinen Sinn. Ich saß da, mach Kasse. Und dann wollte ich gerade zur Pause, schließ meine Kasse ein. Und dann gehe ich nochmal an meiner Kasse vorbei, wollte das Tor zumachen. Und dann sehe ich auf dem Boden, also auf dem Boden vor meiner Kasse, einen Umschlag. Also wirklich so einen ganz normalen Briefumschlag, weiß, ganz normal, nichts Besonderes. Keine Adresse oder irgend sowas drauf. Ich heb ihn auf, geh damit zum Chef. Ganz regelros, also ganz nach Regeln, ganz nach Vorschrift.
Geh damit zu meinem Stellvertreter und sag, hier, den habe ich gerade bei mir vor der Kasse gefunden. Es stand niemand mehr in der Nähe, also es war auch komplett leer an dem Tag, von daher. Bin ich dann zu ihm hingegangen und dann haben sie gesagt, ja, wir müssen ja mal gucken, was drin ist, falls denn wirklich jemand wiederkommt und sagt, ich habe einen Umschlag verloren. Damit wir wissen, ja, das ist seiner. Wir machen auf und ich schwör's euch, es ist nicht gelogen. Glaubt mir bitte. Es ist absolut wahr und nicht gelogen. Wir machen den Umschlag auf und finden einen Haufen Polaroids von fickenden Leuten. Wir hatten keine Ahnung, was wir damit anfangen sollten. Wir machen den Umschlag auf, nehmen diese Polaroids raus und sehen einfach nur nackte, rumfickende Menschen. Ich schwör's euch, es ist so passiert. Dann bitte nehmt mich beim Wort, aber es ist so passiert. Das ist das Merkwürdigste, was ich jemals auf meiner Arbeit gefunden hatte. Es hat natürlich niemand gesagt hier, ja, wir haben den Umschlag von unserer letzten Orgie verloren. Natürlich hat das keiner hier gesagt, weil ist ja klar. Aber wir haben gedacht, gut, wir behalten das mal in unserem Safe für ein paar Tage. Wenn sich keiner meldet, schmeißen wir es weg. Am Ende haben wir es natürlich weggeschmissen, ist ja ganz klar. Aber das war das Merkwürdigste, was ich in meinem Leben je gefunden habe im Einzelhandel. Das war das absolut Merkwürdigste. Ich verstehe bis heute nicht, warum jemand das machen sollte. Warum schleppt jemand einen Umschlag mit fucking Porno-Polaroids mit sich rum? I don't fucking get it. Ich würde es so gerne verstehen. Aber ich begreife es nicht. Es ist absolut über mir. Bis heute komme ich nicht dahinter, wieso das der Fall ist. Wieso ich den gefunden habe. War es ein pornöses Schicksal? I don't get it. Das war so das Merkwürdigste, absolut, was ich in dieser Zeit erlebt habe. Und ich glaube jetzt, um das Ganze mal zum Ende zu bringen, es gibt eine Menge Sachen, die ich erzählen könnte, die ich erlebt habe. Zumal, ich könnte hier noch Stunden erzählen. Das ist das Interessanteste, über so Kleinigkeiten aber nur. So Kleinigkeiten-Geschichten. Aber ich finde die persönlich, die sind nicht so interessant. Beziehungsweise, es ist auch nicht genug, um damit irgendwie ein Video zu füllen. Davon mal abgesehen. Aber wie es halt nun mal kommen musste, unser Laden wurde halt, also der Laden, in dem ich dann nachher versetzt wurde, der Kleine, der wurde immer, immer kleiner. Die Kundschaft ging immer weiter zurück, je mehr es gen Ende ging. Es hat sich halt rumgesprochen, dass der 30. November der letzte Tag in diesem Laden ist. Und für mich war dann halt da der Moment, mich zu entscheiden. Ich habe mich dabei da entschieden, das Handtuch zu werfen, weil ich gemerkt habe, dass dieser Job etwas mit mir macht, was ich nicht möchte. Aktuell hinterfrage ich diese Entscheidung. Zumal das Witzigste war, mein Chef hat am letzten Tag zu mir gesagt, wenn es nicht so läuft, wie sie wollen, können sie immer noch sich wieder bei uns bewerben. Diese Worte jagen mich bis heute. Weil, let's face it, meine YouTube- und Twitch-Karriere ist nicht das, was man erfolgreich nennt. Ganz im Gegenteil. Sie ist im Grunde das, was man totes Kaliber nennt. Und das weiß ich, das weiß eigentlich jeder, der diesen Kanal allein von den Statistiken betrachtet. Es ist Fakt. Aber ich habe mich am Ende dazu entschieden, diesen Weg zu gehen, weil ich nicht mehr diesen Job machen will. Diesen undankbaren, scheiße bezahlten Job. Ich habe da absolut keinen Nerv mehr drauf gehabt. Diese absoluteste Undankbarkeit von allen Seiten. Von den Chefs, von den Kollegen, von den Kunden. Ich habe einfach nur die Schnauze voll gehabt. Und für mich war der 30. November, für mich war das eine Deadline. Und da ich ja nach der Zeit, wo ich da gearbeitet habe, nach 3 Jahren, hatte ich 2 Monate tatsächlich Kündigungsfrist. Ergo, ich musste im September schon meine Kündigung raushauen. Und wie mein Chef darauf reagiert hat, werde ich glaube ich auch nicht vergessen. Ich bin nämlich an dem Tag extra früher losgegangen und bin in den anderen Laden zum Chef rüber. Und er war da gerade am Lager und hat da Dinge getan. Und ich bin zu ihm hingegangen und habe gesagt, Chef, ich kündige zum 30. November.
Er guckt mich nur an und sagt, ja, gut zu wissen. Und ich habe gedacht, okay, das war's. Nichts weiter. Keine Überredung, kein, das ist aber schade oder wie kommt das denn? Nee, nichts. Einfach nur, ja, gut zu wissen. Und ich denke so, ja gut. Wenn's dir so scheißegal ist, was mit deinen Mitarbeitern ist, dann fuck right off. Mach deinen Scheiß weiter so wie du willst. Leb deinen Traum, denn er wird wahr. Aber ohne mich. Und da habe ich gesagt, ja, das ist leider so. Es tut mir leid. Ich habe einen anderen Job gefunden, logisch. Und habe dann gesagt, ja, das ist, wie es ist. In dem Moment zerfressen von dieser Situation. Weil es ist mein Chef gewesen. Ich hatte Respekt trotzdem vor ihm. Es war mein Chef. Weil während meiner Ausbildung habe ich mir beigebracht, es gibt Momente, wo du einfach professionell sein musst. Es widerspricht denn allem, was dein Körper sagt, aber du musst professionell sein in dem Moment. Und da gibt es keinen Weg drumherum. Das hat mich mein Lehrer damals in der Ausbildung gelernt. Dass du einfach manchmal so eine bittere Pille schlucken musst. Und ich war so sauer in dem Moment auf meinen Chef, weil, wie gesagt, ich hatte Respekt vor ihm. Aber dass er denn einfach nur sagt, ja, gut zu wissen, dann, ich hätte mir am liebsten diese Kündigung einfach nur über den Schädel gezogen. Es war ein Pappumschlag, also es hätte nicht mal Schaden gedrückt. Also von daher, ich war so sauer. Ich bin dann einfach nur gegangen, in den anderen Laden wieder rüber und hab dann gesagt, so Leute, ab dem 30. November seid ihr mich los. Und ab dem Moment war für mich Countdown. 2 Monate noch und in dem Moment war mir alles scheißegal. Ich habe mich mit Kunden angelegt, ich habe mich mit Mitarbeitern angelegt, einfach weil ich es konnte. Und es war mir scheißegal. Am Ende des Tages habe ich trotzdem einen, wenn ich den Code richtig entschlüsselt habe, ein relativ sehr gutes Arbeitszeugnis bekommen noch. Obwohl ich mich wirklich gegen Ende mit einigen Leuten angelegt habe, wo generell im Laden nicht so beliebt waren, weil sie so sind, wie sie sind. Wir hatten zum Beispiel eine bei uns, die hat immer, wenn sie Pause hatte, ist sie noch ganz gemütlich einkaufen gegangen, während wir die Kassenablösung dann halt ihren Job gemacht haben, ist sie ganz gemütlich einkaufen gegangen und hat dann ihre Pause gemacht. Damals ein Freund und ich habe mich mit einem richtig angefreundet, weil er war ein Otaku. Er war ein Otaku und er war ein Nerd, er war genau wie ich. Ich meine, der Typ hat im Pausenraum damals, wenn er Pause hatte, Duel Links gespielt. Der hat fucking Duel Links gespielt, als er an der Kasse saß, der Typ. Der Typ war lit. Der Typ war lit as fuck. Und das, mit dem habe ich mich super verstanden. Aber wie gesagt, ich habe mich mit einigen Leuten da gut verstanden. Aber wir alle konnten diese eine Person nicht ab. Und ich habe mich irgendwann mit der angelegt und, oh, da ist sie hinter meinem Rücken zum Chef gegangen. Hieß vor allem noch, das Geilste war ja immer noch, als ich dann mal gesagt habe, als es stressig wurde und sie gechillt denn einkaufen geht, dann wollte sie Geld abheben. Etwas, was bei uns im Laden gar nicht geht, weil unsere Geräte darauf gar nicht ausgelegt sind, Geld abzuheben. Es macht in der Kassendifferenz am Ende gar keinen Sinn. Es fehlt dann einfach Geld und ich hatte an dem Tag Spätschicht und sowieso den Sack dicht. Also habe ich gesagt, nee, das geht nicht, wir haben die Mittel nicht dafür. Und sie dann mal, ja, ich habe das doch gerade abgeklärt. Es ist mir scheißegal, mit wem du das abgeklärt hast. Es geht nicht. Und ich werde nicht meine Kassendifferenz dafür hinhalten. Nur weil du zu faul bist, zur nächsten Bank zu gehen. Ja, ich hatte so nicht den Sack dicht. Dann hat sie gesagt so, müssen wir uns mit dem Chef unterhalten? Ich so, ja, von mir aus. Ich habe meine Kündigung rausgehauen. Was willst du von mir? Was soll passieren? Soll er mich früher kündigen oder was? Shit doesn't work like that. Auf jeden Fall. Am Ende hieß es, ich habe ganz normal weiterkassiert. Ich war richtig scheiße drauf den Tag dann. Und am nächsten Tag kam dann mein Stellvertreter zu mir und sagt dann, du sag mal, was ist denn mit dir und der los? Und ich so, wieso? Ja, weil die kam gestern zu mir und hat dann gesagt, ja, schildert mir die ganze Situation nochmal. Und ich so, ach was. Ich dachte, wir müssen mit dem Chef reden. Nicht, wir gehen jetzt hinter seinem Rücken zum Chef und petzen.
Das letzte Mal, als ich sowas gesehen habe, war ich in der Vorschule. Also, ne? Und dann hieß es wirklich nachher so von wegen, ja, versuch dich wenigstens noch mit ihr zu du musst sie nicht mögen, aber versuch bitte nicht wieder Stress mit ihr anzufangen. Er hatte auch keinen Bock mehr auf sie. Also, ne? Mein Stellvertreter hatte genauso Bock auf sie, aber, ne? Versteht, was ich meine. Das, irgendwann ist es nur noch eskaliert. Und ja, je weiter es dann zum Ende ging, desto nervöser wurde ich dann natürlich auch, weil ich nicht wusste, wie läuft denn das nachher? Wie wird das laufen? Na, und jetzt sind wir in unserer heutigen Zeit und, ne, das ist kein Geheimnis. Aber das Ende von diesem Laden war schrecklich. Es war absolut schrecklich. Der Laden hatte nachher ein Mäuseproblem, wo man nicht in den Damm gekriegt hat. Und wir hatten eine Kollegin, wir nannten sie immer nur Vai. Also ihr Name war irgendwie davon abgeleitet, ihr Nickname war einfach für uns Vai. Und Vai war schwierig, gerade morgens. Ich hatte sie wirklich gern, wir alle hatten sie gern und man hat sich mit ihr auch immer verstanden. Weil wir hatten so eine kleine Salatbar bei uns und sie war so unsere Küchenchefin. Sie hat auch nichts anderes gemacht, lag aber auch daran, weil sie relativ gebrochenes Deutsch spricht. Also man hat sie aber trotzdem verstanden, was sie wollte. Von daher, man hätte sie aber nicht in den Laden stellen können und mit Kunden diskutieren können, weil das hätte wieder keiner verstanden. Also, ne. Aber immer wenn du denn so an ihrer Küche vorbeigekommen bist, hast du immer irgendwie was von ihr bekommen, wo du mal probieren durftest. Oder wenn sie Fleisch gebraten hat, durftest du mal probieren. Und es war immer schön. Aber Vai war so ängstlich. Das waren ganz kleine Mäuse. Das waren nicht mal Ratten oder so. Das waren einfach Mäuse. Und, oh, jedes Mal, wenn sie so ein Vieh gesehen hat, sie... stellt euch vor, morgens. Ihr habt euren ersten Kaffee noch nicht. Und du hörst nur, Maus, Maus. Und ich so, oh wei, halt's Maul. Wirklich, ich bin nicht in der Stimmung für sowas gerade. Das ist so eskaliert später. Aber ja, mittlerweile ist das Ganze sowieso... Na, ich weiß nicht, was aus dem Laden geworden ist. Ich war, seitdem ich gekündigt habe. Und seit dem letzten Tag war ich nie wieder da. Ich war nie wieder auf der Ecke. Es hieß immer, dass es umgebaut werden soll, aber ich habe keine Ahnung. Es ist mir ehrlich gesagt auch egal, weil am Ende, am letzten Tag hieß es denn noch wirklich, ja, wir machen so eine Alles-muss-raus-Aktion und nicht mal da musste alles raus. Also es war stressig, aber es war mein letzter Tag. Ich habe es hinter mich gebracht. Es war mehr nicht. Schlicht und ergreifend der letzte Tag und dann... Ist es halt so gekommen, wie es gekommen ist, ne? Ich habe meine Sachen gepackt, meine letzten Sachen, habe sie in meinen Rucksack gestopft. Ich habe tatsächlich noch den Spinnschlüssel, aber es ist mir mittlerweile egal, weil die Spinde existiert nicht mehr. Und, aber mein Arbeitskollege, wo ich euch erzählt habe, der Duel Links gespielt hat, hat mir später ein Video gezeigt, wo er das Ganze dokumentiert hat, wie der Laden... wirklich Regal für Regal für Regal auseinandergenommen wurde. Ich meine, nicht nur auseinandergenommen, richtig zerlegt. Also auf die Grundmauern zerlegt. Und was spielt da im Hintergrund ab? Mad World. Und ich denke so, oh wow. Dunkler Humor, aber meine Güte, tut das gut, den Laden in Trümmern zu sehen. Und ja, also das ist jetzt im Grunde alles. Ich hätte nicht gedacht, dass ich damit sogar meine Zeit in meiner Ausbildung überschreiten würde, was die Zeit vom Video angeht. Aber tja, ich hatte auch wie gesagt ein bisschen mehr zu erzählen, was das angeht. Und es ist an sich nicht mal alles. Ich könnte noch so viel mehr erzählen, wie zum Beispiel ich Chef der Tiefkühlabteilung wurde und ab dann dem Punkt irgendwie die Scheiße immer kaputt ging und... Oh, ich immer wieder dieselben Diskussionen mit den Kunden geführt habe und ich könnte euch an sich noch so viel mehr erzählen, aber ich glaube, ich lasse es. Ich glaube, ich lasse es, weil, ne, ist wie gesagt, das wären alles kleine Stories, wo absolut Kontext bräuchten und da immer auszuholen. Ich glaube nicht, dass das interessant für euch wäre. Auf jeden Fall, das war dann meine Welt bis Ende letzten Jahres, sagen wir mal, was meine Ausbildung angeht. Ich hoffe, es hat euch irgendwie gefallen, also weil das letzte Video scheint euch massig gefallen zu haben. Ich verstehe bis heute nicht, warum. Aber wie gesagt, hinterlasst ein Like, wenn es euch gefallen hat oder einen Kommentar je nachdem, wenn ihr euch was dazu beitragen möchtet. Euch noch einen schönen restlichen Tag und bis zum nächsten Mal. See you, Leute. Bye.